Herzlich willkommen zu Folge 62 von Echo. Wir sind diesmal alleine unterwegs. Ich war zwischen den Folgen fleißig. Naja, okay, halb fleißig. Ich habe schon mal... schon mal das erste Stockpile komplett ausgehoben. Dabei ist Folgendes passiert. Ich bin auf eine Erzmine oder auf eine Eisenmine gestoßen. Ärgerlich und toll zugleich, würde ich sagen. Weil ärgerlich einfach, weil ich leider nicht mehr abbauen sollte, als ich für das Stockpile benötige, da der Stein die Pollution eindämmt. Und wenn ich jetzt das ganze Eisen wegbaue, dann ist halt der Effekt des Steins nicht mehr ganz so gut. Aber wir werden ja hier noch weiter graben und da werden wir ja automatisch dann auch mehr Eisen erhalten. Gut, genau, dieses Stockpile, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge noch gemacht, das ist einfach so ein Zwischenlager. Hier noch ein paar Heenlocks für die Leitern. Es dauert leider immer so furchtbar lang mit den Leitern. Okay, Musik habe ich auch nicht an. So, jetzt habe ich Musik an. So, hier ist nochmal ein Stockpile. Und hier oben ist dann wieder unser Lager. Genau, wir gucken mal, was wir von unten noch hochholen können. Obwohl, ich glaube, wir haben alles oben soweit. Aber mittlerweile habe ich auch Essen und... so hergeholt. Gut, wir haben zwischendrin habe ich mal ein paar Bricks gemacht, weil ich ein wenig Stein gesammelt hatte. So, dann können wir ja eigentlich kurz diesen Keller hier fertig machen. Nein. Boah. Okay, das ist immer noch so eine Gefahr. Okay, wir müssen den Karren aus dem Weg ziehen. Dann können wir hier fertig machen. So, genau. Warum gestern und vorgestern Abend kein Video kam, das liegt einfach daran, ich nutze, oder mein Aufnahmeprogramm hat, aus was für einem Grund auch immer, ich habe das bis jetzt noch nicht kapiert, was das macht, das Aufnahmeprogramm. Es ist auf jeden Fall, es macht momentan Videos, die, also jetzt zum Beispiel Echo und Fallout sind so zwischen 20 und 30 Minuten. Und es macht diese Videos plötzlich, also das zieht in die Länge. Das heißt, ich habe plötzlich eine Stunde fünf, hatte ich glaube ich gestern, eine Stunde fünf Videomaterial. Aber meine Stimme hört man halt nur die 30 Minuten, die ich halt ursprünglich aufgenommen habe. Keine Ahnung warum, keine Ahnung wieso, aber ich weiß das Problem irgendwie nicht zu beheben auf jeden Fall. Ich guck, ich hoffe, dass das jetzt wieder funktioniert. Wäre schlecht, wenn nicht. Ich werde es ja sehen. Wenn nicht, suche ich mir halt ein anderes Aufnahmeprogramm. Oder schneide die Folgen halt leider ein wenig anders. Aber gut, das werden wir ja dann sehen. Ich hoffe, es funktioniert einfach wieder. So, dass auch wieder regelmäßig Videos kommen können. So, dann noch zu Assassin's Creed. Darüber habe ich ja auch schon lange kein Wort mehr verloren. Assassin's Creed bin ich jetzt gerade in Damaskus, Erinnerung 2. Nicht Damaskus, Erinnerung 1 oder Erinnerung, ich weiß es gerade nicht mehr, welche Erinnerung genau. Auf jeden Fall bin ich gerade im Armviertel von Damaskus. Hab jetzt auch schon alle Flaggen gesammelt. Mir fehlt nur noch das Attentat selber. Aber das dürfte ja eigentlich recht flott funktionieren. Denke ich. jedenfalls, genau. Das heißt also, da geht's gut voran. Dafür, dass ich die letzte Woche kaum Zeit hatte, also. Man muss halt immer bedenken, unter der Woche habe ich relativ wenig Zeit tatsächlicherweise. Da bin ich relativ viel unterwegs. Also ich komme meistens abends erst gegen 6, 7 Uhr heim. Wenn nicht sogar noch später. Da bleibt leider nicht immer ganz so viel zum Aufnehmen. An Zeit, natürlich. Genau. Wo läuft meine Figur eigentlich gerade die ganze Zeit hin? Mal so als blöde Frage. So, wir werden wahrscheinlich diese Ecke hier... Jetzt müssen wir noch hier den Boden wegmachen. Natürlich steckt da drin fest.
Gut, dann brauchen wir den Bricks. Und Wände. Da, Wände. Hier noch ein paar Wände. Genau, dann brauchen wir von oben Bricks. Und dann am besten Dächer. So, dann kann man hier noch ein paar Dächer. Gut, dann hier nochmal ein paar. Na, da wollten wir keine Wände hinmachen. Da würde ich, nee, nicht da. Hier können wir noch Wände hinmachen. Genau, und dann hier kommt dann fester Stein hin. Also so. Die beiden Blöcke müssten eigentlich optimalerweise ebenfalls das hier sein. Aber optimalerweise. Oh. Ja, optimalerweise fallen wir erstmal darunter. Aber optimalerweise sieht leider ein wenig blöd aus. Außer natürlich, was wir auch machen könnten, wäre, wenn ich jetzt ein paar Bricks nehme von oben. Dann eine Wand draus zaubere. Sobald ich. Ja, gut, habe ich gesagt. Das hat super funktioniert. Dann machen wir halt so eine Wand draus. Gut, dann können wir hier noch einen Block hinsetzen. Dann können wir hier eine Tür reinmachen. Ja, das ist besser. Machen wir das so. Uiuiui, schon wieder voll. Brauche ich das? Yep. Brauche ich wahrscheinlich. Ja, da sammeln wir immer mehr Erde, als wir brauchen. Naja, aber es hat hoffentlich bald ein Ende. Weil ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich mit der Erde anfangen soll. Okay, so. Dann brauchen wir diese Steine, um uns eine Wand zu machen. Gut. Natürlich haben wir jetzt Decke und Boden nicht mitgemacht, ich Vogel. Nee. So. Gar nicht so einfach da dran zu kommen. Gut, dann nehmen wir jetzt noch die restlichen 5, die wir leider nur noch haben. Und machen daraus Dächer. Jetzt sind nur noch eins übrig. Ja, dann machen wir halt hier im Boden rein. Ich hätte das echt vorher machen sollen. Oh, ich muss das fast nochmal wegmachen. Okay, dann müssen wir das leider nochmal wegmachen. So, dann essen wir was. Da können wir den Stein hier hoch machen. Dann machen wir das nochmal kurz weg hier unten. Genau. Mal gucken, ob wir so überall drankommen, sonst mache ich auch kurz die anderen nochmal weg. Weil reinlegen können wir es danach immer noch, denke ich. Aber rausholen eben nicht ganz einfach. Ja, ich glaube, da hört es auch schon auf. Gut, wenn wir jetzt noch da drankommen. Nein, kommen wir nicht. Okay, dann müssen wir kurz den Stein wegmachen, damit wir hier die beiden Dinger noch wegmachen können.
Und dann irgendwo in der Pampa zu stehen. Okay. Hier sind so ein paar Sachen, die wir mal kurz runterfallen lassen. So. Dann nehmen wir das einmal in die Hand. Achso, das können wir ja gar nicht in die Hand nehmen. So. Dann können wir hier oben zumachen. Und wir können. Au! Gehst du wohl zu? Hier wieder runter. So, dann können wir hier. Perfekt. Dann kommt der. Ich würde eigentlich tatsächlich aber erst einen Boden machen. Am ersten Boden so. Noch drei. So, und dann hier eine Wand. Und den Rest machen wir dann später. Sobald ich wieder welche habe. Ich kann eigentlich wieder welche machen. Ich will wieder ein bisschen. Die Erde verarbeiten wir auch direkt. Machen wir gleich. Oh, diese Leitern sind so langsam. Okay, dann gehen wir an den Grave, ja, die Werkbank. Okay, das scheint irgendein Fehler zu sein. Werkbank, Rampen, Erdrampen da. 48 Erde haben wir. 39. So, und 60 können wir machen. So, dann ist das schon mal wieder leerer. Dann könnte ich gucken mal, wie viele Ziegelsteine wir machen können. Okay, leider nicht ganz so viele, wie ich überhofft hatte. Aber 23 sind immerhin 23. Gut, in der Zeit, wo das da jetzt wieder Steinziegel macht, werden wir kurz. Okay, kurz ist gut gesagt. Den Blumenbee holen. Dafür brauchen wir noch eine unserer Schubkarren. Warum ich die Schubkarre mitnehme, weil ich wahrscheinlich das Tailoring auch verlagern werde, vielleicht, eventuell. Aber nicht in der Folge natürlich, also. Das würde ich mal außerhalb der Folgen machen. Damit bei uns die Ground Pollution wieder zurückgeht, hoffentlich. Gut, das mit den Skillpunkten ist immer noch so kein so tolles Ding. Die sind immer noch so schlecht. So, dann sind wir gleich da. Die Sawmill könnten wir ja dann eigentlich auch direkt schon mitnehmen, weil wir brauchen ja eh dort Energie. Und die Sawmill braucht ja eigentlich auch Energie. Obwohl eigentlich wäre die Sawmill eher was für unser. Ja, das war falsches Werkzeug, wie immer. So, dann den Blumenwein nehmen wir mit und den Anvil. So, dann haben wir hier einen leeren Raum. Aber, obwohl, aber ist gut gesagt. Ich werde mir überlegen, was wir mit dem leeren Raum machen. Vielleicht baue ich ihn auch irgendwann mal ab. So. Okay, unser Krachen hält das gut genug aus. Dann haben wir jetzt nämlich unten hier auch ein leeres Stockpile. Vielleicht fülle ich auch, vielleicht baue ich das auch wirklich ab und fülle das Ganze mit Erde. Dann ist es auf jeden Fall weg. Weil wir brauchen das hier ja eigentlich gar nicht mehr, wenn wir da hinten jetzt alles machen. Da ist schon die Produktionshalle, also sind wir gleich wieder da. Das sind leider mal so furchtbar lange Wege. Wobei es sich ja noch in Grenzen hält, muss man dazu sagen. Es hätte schlimmer kommen können.
Gut, hier sind wir dann wieder mit dem Schubkarren. Dann packen wir die Erze da rein. Wir sagen aber gar kein Kupfer. Hier noch ein bisschen Kupfer. Dann, der ist jetzt noch beschäftigt, aber wir können schon mal den Blumenvieh runterbringen. Ja, was nennt es? Ah. Ich hatte auch nicht vor, die Holzschaufel mit. So. Genau. Der Blumenvieh, den wollte ich etwa hier hinstellen. Genau, mit dem Blumenvieh können wir jetzt, wenn wir natürlich Power reingeben, können wir jetzt kurz das ganze Erz, was wir gesammelt haben, verarbeiten. So, dafür müssen wir noch kurz unten das raus, das raus. Okay, der Blumenvieh per se kann unten das Dockpile nicht ansteuern. Warum? Komme ich davon nur an einer bestimmten Stelle? Gucken wir es mal hier. So. Okay, ich komme unten nur auf den Holzkarren. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das erstmal über den Holzkachen, bevor das dann in die Dings. Dann habe ich gesagt 50, gell? 53, oh, da. Dann können wir gucken mal. 120 sind 30, 32, 31 und 2. Süß, nur zwei Stück. Okay, dann macht er das Tailoring. Unten in den Schubkarren erstmal. Wir machen hier kurz raus. Ach nee, das müssen wir hier machen. Lagerplatz raus. Damit das alles nach unten geht und nicht nach oben. Gut, das da können wir jetzt in die Hand nehmen und hier die Wand fertig machen. Und dann hier noch schnell die Wand wegschaufeln. Oh, die Schaufel ist das kaputt. Wir haben kein Holz hier. Das ist schlecht. Wobei, eigentlich so, also schlimm ist es gar nicht, weil wir haben jetzt eigentlich das letzte weggeschaufelt. Obwohl, wenn ich jetzt oben die Erde. Okay, oben, ja, ich würde oben gerne auch noch weitermachen mit dem Boden. Aber ich glaube, wir haben eh nicht genügend Bricks. Ich muss davor wahrscheinlich eh nochmal Steine sammeln. So. Ja, also mit 3 Bricks können wir leider nicht. Oder mit 20 Bricks werden wir es wahrscheinlich gerade so schaffen. Aber unten halt leider kein. Nein. Fußrunde machen. So, dann brauchen wir jetzt noch die Wände. Wobei, bevor ich die Wände mache, würde ich gerne das Dach kurz machen. Und dann. Okay, jetzt fehlt eine Reihe. Das ist nicht so wild. So, dann haben wir 1,56 Tierlevel. Das reicht für beides. Also für den Blumery und für den. Für den Killen. Bin ich drauf gekommen. Okay, dann räumen wir den Karren jetzt leer. Dann können wir nämlich den Blumenvieh, den Killen hier runterholen. So, Karren leer. Dann Tür ist da. Dann ist, ich weiß nicht, wo die Tür ist, auch gut.
Sawmill können wir noch in die Hand nehmen. Obwohl, brauchen wir die Sawmill wirklich hier und nicht hinten? Ich kann die Sawmill mal hier hinstellen. Oh. A wonderful Sawmill. Oh, oh. Okay, dann stellen wir die Sawmill hier hin. Die braucht Power, genau. Die braucht ein Tierlevel von 1. Crafting, was kann man daran craften? Eigentlich nichts, was wir hier gebrauchen könnten, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Wo der Mechanist Table? Wo steht er? Da. Ist auch noch von der Sawmill. Kann aber sich jetzt drum streiten. Okay, dann nehmen wir jetzt den Kiln. Das tun wir hier rein. Dann haben wir jetzt den Kiln in der Hand. Genau, dann können wir den auch kurz runterbringen. So rum. Dann können wir den nämlich an seinem Platz hier hinstellen. Ist zwar jetzt ein bisschen eng, aber es ist nicht so schlimm. Finde ich persönlich. Obwohl, ich habe gerade, glaube ich, was gesehen. Ah, ich habe einen Raum von 53 Quadratmetern. Aber ich brauche einen Raum von 70 Quadratmetern. Oh Mann, okay, doch nicht ganz so gut geplant. Vielleicht, wenn ich den Anvil wieder wegmache. Der Anvil nimmt zu viel Platz weg. Okay. Dann kommt der Anvil wohl doch nicht hier hin. Braucht der Anvil so zu viel Platz? Dann würde ich den Anvil einfach. Puh. Wo kann man einen Anvil hinstellen? Ich passe ja gar nicht so richtig hier rein. Wir können den erstmal neben die Werkbank stellen. Ich wollte gerade sagen. Gut, eigentlich brauchen wir den Einzel ja auch nicht wirklich hier, aber nun gut. So, dann haben wir zumindest schon mal einen. Warum tust du das hier hoch? Okay, das ist natürlich nicht der Plan. Ach, weil unten ja gar keine Schubkarre mehr steht. So. Dann werden wir jetzt nicht nochmal runterfallen. Gucken, dass der Blume nicht mehr da oben in den Karren geht. Nein, sondern den Karren. Perfekt. Dann geht das Teil nämlich direkt nach unten und ich muss es nicht runtertragen. So, uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5 Bricks. Kann man vielleicht zufälligerweise 5 machen? Oh ja, aber super genau zufälligerweise. Gut, dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wie lange die Folge schon geht. Oh, wir sind schon wieder fast am Ende, leider. Oho. Gut, das nächste Mal würde ich. Erstmal bräuchte ich wieder Stein. Dann würde ich den Boden weitermachen. Die Stockpiles natürlich abbauen wieder. Die sind ja hier nur so provisorisch erstmal. Das da können wir mal in den Kiln machen. Rennofen. Oh, ich glaube, die haben da ein B vergessen. Rennofen. Interessant. Genau, dann würde ich einfach oben den Boden fertig machen. Danach würde ich unten noch ein wenig dran bauen, natürlich, logischerweise. Da. Guck mal, schon mal hinsetzen. Genau, jetzt haben wir einen Raum von 50 Quadratmetern glatt. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass das passt. Genau. Hä, wie viel verbraucht denn der Blumenvieh? Ach, gar nichts. Okay. Auch gut. So, dann haben wir schon mal hier unten den kleinen Raum fertig. Finde ich sehr gut. Dann brauchen wir nur noch oben die Lagerhalle. Eisen haben wir jetzt auch erstmal genügend. Und hier fehlt uns halt einfach immer noch das Tierlevel 2 für die Assembly. Das kann noch ein bisschen dauern. Okay. Jetzt gucken wir mal erstmal, dass wir das eine Stockpile leer kriegen.
So. Dann hoffe ich, du kannst, du bist zu weit weg davon, gell? Ich wusste es. Gut, dann kommen die ganzen Rampen hier hinein. Die Erde kann da auch hinein. Die kann ich dann auch direkt zu links verarbeiten, zu zu Rampen, genau. Ich will jetzt nicht drauf kommen. So, Essen kann auch mal da rein. Die sieht's natürlich auch, logischerweise. Und den, die Pflanzenfaser. Genau. Die Erze und die Erze, die könnten. Ich habe ja hier das kleine Stockpile. Ich habe unten keinen Platz, gell? Wir könnten das kleine Stockpile jetzt erstmal hier hinsetzen. Da können dann die Erze rein. So. Das Pitch kann da auch erstmal rein. Jetzt haben wir noch die Hinox. Die Hinox will ich da rein quetschen. So, dann haben wir nämlich auch das zweite große Stockpile leer. Dann haben wir das weniger das Problem. Gut, dann kommen wir ja gut voran. Dann fehlt uns nicht mehr so viel. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge, auch wenn es mal wieder ein wenig ruhiger war, weil wir alleine waren. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!